Tröstet, tröstet mein Volk. So lässt der Prophet Jesaja in der ersten Lesung des heutigen zweiten Adventssonntags von Gott ausrichten. Vom Gott des Volkes Israel, einem mitfühlenden und trostspendenden Gott. Er lässt damit das Volk, das im babylonischen Exil gefangen sitzt und einiges durchzumachen hat, den Trost eben jenes mitfühlenden Gottes spüren, der sich um sein Volk kümmert und sorgt, dem es ja am Herzen liegt. Sie sollen und dürfen spüren, Gott, der Allmächtige, ihm ist es nicht egal, was im Leben seines Volkes passiert. Er steht an ihrer Seite und er will sich ihnen zuwenden, so wie ein Geliebter, der seine Schultern bereithält, um Trost erfahren zu lassen und Trost zu spenden. Gerade dann, eben wenn Menschen etwas im Leben durchmachen müssen, wenn so manche schwere Zeit auch gerade durchzustehen gilt, dann will er Gott dastehen, weil er uns als sein Volk Israel auch heute beistehen will. Redet Jerusalem zu Herzen, so spricht Jesaja dann später fortfahrend. Der göttliche Prophet soll also bei der Verkündigung der Worte Gottes gefühlvoll, ja vielmehr vielleicht taktvoll vorgehen. Er soll nämlich Worte finden, die dem Volk auch zu Herzen gehen, also mit denen er sein Volk auch wirklich ansprechen kann. Ist das nicht gerade ein Auftrag für Seelsorgerinnen und Seelsorger, gerade in der Arbeit mit Sterbenden, bei Trauernden, im Trauergespräch und generell auch natürlich bei Beerdigungen? Und natürlich auch im gesamten Leben kann diese Aussage, dieser Aufruf gelten und will dort gelten. Im Umgang miteinander sollen eben Worte gefunden werden, die einem im Herzen erreichen, damit auch Gott ins Herz eindringen kann und uns selbst erreichen kann. Die Aussage und das Wort Jesajas ist keine leere Versprechung oder reine Vertröstung. Er spricht davon, dass eine Stimme in der Wüste rufen wird, bahnt den Weg des Herrn, ebnet ihm die Straßen. In der Steppe soll also das Wort Gottes aufblühen, soll hervorbrechen und soll sich einen Weg bahnen, dass er auch uns erreichen kann. Eine Autobahn sozusagen zu uns und zu unserem Herzen. Es sind die Worte, die Jesaja spricht, die auf den nächsten Prophet hinweisen, der uns dann im Evangelium des zweiten Adventssonntags vorgestellt wird, nämlich Johannes der Täufer. Er ist der Vorläufer Jesu. Er ist es, der das Volk Israel vorbereiten will und soll auf den wahren Tröster des Volkes, auf Jesus, den Christus, der mit seiner Fleischwerdung den Menschen ganz nahe kommt und durch den Gottes Trost Fleisch und Blut annimmt, ja, Mensch wird, um den Menschen eben intensiv zu Herzen zu gehen. Dieser Vorbereiter des Heilands mahnt und ruft uns auf, ohne Makel und Fehler zu leben und sich für Frieden einzusetzen. Was für ein Aufruf, auch und gerade in dieser unseren Zeit. Ja, es ist wohl eine verrückte Zeit, in der wir leben. In so manchen Herausforderungen gilt es durchzustehen und durchzuhalten. Das ist etwas, was wir eigentlich schon viele Jahre erfahren und immer wieder ja durchleben müssen. In unserer Kirche spüre ich derzeit, wie wohl noch nie in der Geschichte, eine Haltung, dass man noch mehr und ganz intensiv darauf aus ist, den Menschen Trost und Halt zu spenden. Eine Kirche mit pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die stets
immer wieder neu, eben neue Wege sucht, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, um zuzuhören, um dann auch Worte finden zu können, die wirklich und wahrhaft Trost spenden können. Und doch ist es schon auch irgendwie kurios, dass trotzdem bei vielen, selbst in diesen herausfordernden Zeiten, in denen viele auch so viel durchzustehen haben und nach wahren Trost suchen, sie irgendwie dennoch in dieser Institution Kirche keinen Halt und auch keinen Trost finden können oder sich eben auch nicht von den pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angesprochen fühlen. Manchmal frage ich mich als Priester, was man denn noch alles tun kann oder tun sollte, um die Herzen der Menschen zu erreichen und mit trostspendenden Worten auch zu erwärmen. Doch da wird mir auch gleichzeitig klar, du kannst das gar nicht machen. Es ist vielmehr die Aufgabe eines anderen, denn in seinen Händen liegt der wahre Trost. Wie Johannes nur hingewiesen hat und verwiesen hat, so sehe ich auch den Dienst als hinweisenden Dienst. Und im persönlichen Leben ist es da auch nicht anders. Es gilt, hinzuweisen auf den, der einem selbst Trost und Hoffnung spendet. Und dann werden sich auch andere angesprochen fühlen und erleben können, wie dieser trostspendende Gott im eigenen Leben wirken kann und wirken will. Ein anderes Wort des Propheten gibt mir dabei selbst Trost. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ist die Lage auch manchmal verfahren und trostlos, so weiß ich dennoch, dass da einer an der Seite ist. Er ist es, der wirklich und wahrhaft und für immer tröstet. Ihn gilt es im eigenen Leben zu bezeugen und Platz zu geben. So sind auch wir Wegbereiterinnen und Wegbereiter des Herrn. Bahnen wir also ihm den Weg und er wird sich den Weg zu uns bahnen.